Jo, da sind wir da bei Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie der Nikolaus entführt wurde von Oogie Boogie, der wieder zum Leben erweckt wurde mit, ich glaube, einer anderen Stimme und irgendeinem komischen Dialekt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich ein Dialekt ist. Ich meine, aber es klingt irgendwie... Ist nicht so. Oh, ich habe Magiekraft und... ich habe Charmeur gelernt. Oh yeah. Ich weiß, es klingt nicht nach... Normalem halt. Also nicht normal Deutschland, einfach, es klingt nicht... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kommt direkt rein, natürlich. So kann ich viel effizienter die Sachen hier sammeln. Bin. Schade, nichts drin. Was? Lass mich mal in Ruhe. Was tust du da? Hallo? Was ist das für dumme Aero-Viecher? Tja, hättest du gedacht, ne? Du wolltest mich gerade hier von der Seite angreifen. Schon wieder solche dummen Aero-Zipfler. Ich kann mir gleich erstmal nochmal wieder ein paar Namen anschauen. Oder, ich mache das erst, nachdem ich die Welt zu Ende habe. Dann können wir uns wieder ein paar Namen anschauen, was wir hier so alles besiegt haben in den letzten... Ja! Ist ja gut! Dummes Viech! So, muss ich jetzt hier rein? Ja, ins Haus des Nikolaus. Denn hier drin, glaube ich, kann ich mich nochmal heilen. Und von da aus dann in die Fabrik weiter. So, Heilpunkt, da. Immer wieder komplett voll. Warten, bis bei Jack auch DMP voll sind. Wunderbar. Was? Bla bla bla, Lift repariert, bla bla bla. Gehen wir in die Spielzeugfabrik einfach direkt rein. Und Oogie Boogie fertig. Wahrscheinlich auf Zeit jetzt, bevor der Nikolaus da irgendwie in die Maschine gerät oder so. Hallo? Jack Skellington! Oh, Oogie! Wir beide, du und ich, haben noch eine Rechnung offen, Jack. Das gilt natürlich auch für deine Freunde. Was hast du mit Niki Graus vor? Mit wem? Niki Graus? Wovon redest du, Knochenmann? Und was in drei Käfers Namen macht dieser Rotmantelaffe hier? Macht die Biege, Opa! Das ist ein Bein. Herr Niki Graus! Ihr Kleinen! So, mal sehen, wie wir hier kämpfen. Das war doch auch beim ersten Teil so ein etwas speziellerer Kampf. Wieso kommt das plötzlich von oben? Ah, okay. Ich muss überlegen, wie zu dir da oben gelangen. Ist die Aussicht von hier oben. Und hab dafür gut so. Jetzt wird geschrien. Ja, jetzt ist gerade das Autolimit ein bisschen scheiße. Muss ich sagen. Ja komm, geht zu Ende. Ja, so. Hoch damit. Und 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 hoch damit. Keine Ahnung, was genau das bringt, aber ich schmeiß mir die ganzen Geschenke nochmal hoch. Moment, jetzt könnte ich da... Ah, schade. Jetzt hätte ich reingehen können. Keine Ahnung, was das bringt, aber ich laufe einfach mal gleich rein, wenn ich das kann. Nach links? Okay. Jetzt? Du
Das bringt mir was? Ah, jetzt sehe ich wenigstens auch das, sein Leben. Ja, und was bringt, genau bringt mir das jetzt? Am wenigstens bin ich jetzt ein bisschen von Jack getrennt. Oder kommen an einer Stelle Sachen raus? Jack, geh weg! In die Mitte. Ich wollte in die Mitte, aber okay. Oder kommen in der Mitte Geschenke raus? Moment, dann versuche ich mal noch jetzt mal in die Mitte zu laufen. Jetzt. Ah! Okay, so funktioniert es also. Ich muss ihn also da runterhauen, sodass. Also die Sachen da hochhauen. Wow! Ha! So leicht kriegst du mich nicht. Also einfach die Sachen so lange drauf. Oh, wow, Hilfe! Könnte ich die? Na. Wäre auch zu schön. Nein! Okay, merken. Vor Bosskämpfen machen wir die Scheiße aus. So, schnell alles weg. Und weg damit. 75er-Kombo, was? 78er? Was? Na, schade, das hätte ich nicht mehr drauf hochhauen können. Was ist damit eigentlich? Da sind Gegner drin in diesen Überraschungstüten, sag ich mal. So, aua, da war die Stacheln. So, hoch und hoch und hoch. Da möchte ich rüber, da möchte ich rüber. Ich möchte nach rechts, bitte. Oh ja, das kann da so bleiben. Einmal nach rechts. Jetzt verstehe ich auch, warum ich hier die Sachen wechseln soll. So, und noch eins. Immer noch nicht. Okay. Noch eins. Noch eins. Und jetzt bist du wieder unten. Hi. Ja, ich finde diese speziellen Kämpfe von Ugi auch mal ganz nett. Jetzt aber. Jetzt bringt es auch endlich mal was, das einzusetzen. Oder auch nicht. Ja, es bringt doch was. Ich kann seiner schönen Attacke da damit ausweichen. So. Na komm. Jetzt in die Mitte. Nee, 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 nee. Oh, okay. Jo, ausgewichen. Und ausgewichen. Und ausgewichen. Ey, du bist kaputt gegangen. Achso. Er wechselt wieder Seite. Und ich möchte nach. Fast. Nochmal. Nach links. Das war gut ausgewichen, ja. Das war natürlich geplant. So, schauen wir mal. Nein, jetzt. Hi. Ja, was denn? Achso, den Blitzen wieder. Oh, danke für die Heilung. So, einmal das. Und das. Und das. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da hoch überhaupt da hochhauen muss. Doch, Jack! Du bist mir der größte Feind in diesem Kampf gerade. Erst hieß es, ja, Autolimit raus, weil das kann stören und so, ne? Dann heißt es wieder Autolimit rein, weil, um die Attacken zu zeigen. Und dann ist es nur noch Jack, der mich stört die ganze Zeit. So, schnell rüber. Schade, ich hätte mich fast mit rechts erwischt. So, ich möchte nach rechts. Und zwar jetzt. So, die beiden können die Gegner dann übernehmen. Ja, jetzt kommen wieder die Blitze wahrscheinlich. Ja. So, und hoch damit. Und hoch damit. Und hoch damit. War das genug? Na, fast. Jetzt vielleicht. Oder jetzt. Wobei, ne, ich drive. Ich drive hier mal durch. La, 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 la. Na, vielleicht reicht das, um ihn zu töten.
Ja, ja, komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und. Jawohl. Oh, ich kann mehr Items tragen. Das ist gut. Und Goofy hat Dickschädel gelernt. Ich glaube, das war das, dass man nicht stirbt, selbst wenn man... ja, eigentlich getötet werden sollte. Ich habe gerade gesehen, ich habe eine Herzlosenmaske. Eine Schattenlurchmaske. Du läufst wieder aus. Der Kampf war schön, interessant, abwechslungsreich, so alles Mögliche. Alles klar, Weihnachten ist gerettet. Sehr gut, jetzt kann mein Weihnachtsfest kommen. Ja, bleib du bei Halloween und dem gruseligen Zeug. Jack. Hier, es ist fertig. Wunderbar. Einfach perfekt. Danke, Sally. Jack, musst du das wirklich tun? Aber ich gebe einen tollen Weihnachtsmann ab. Ach, hör zu, Jack Skellington. Du hast mich und Weihnachten gerettet. Dafür danke ich dir. Aber bring bitte keinen Ärger mehr mit ins Weihnachtsland. Und was dieses Kostüm betrifft, du willst doch nicht etwa für mich als Weihnachtsmann einspringen. Ich dachte nur, dieses Jahr könntest du dich endlich mal ausruhen. Du bist doch sicher immer ganz erschöpft von den Vorbereitungen und brauchst Urlaub. Und ich sehne mich mal nach einer Abwechslung. Ja, der Weihnachtsmann zu sein ist anstrengend. Aber ich verrate dir was, Jack. Die vielen glücklichen Gesichter der Kinder, die meine Geschenke in Empfang nehmen, geben mir die Kraft und den Ansporn für meine Arbeit. Jahr für Jahr für Jahr. Und du, Jack, du magst es doch, wenn ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben steht, ihnen Angst und Bange wird. Was, wenn jemand dir das wegnehme? Wir beide erfüllen eine wichtige Aufgabe in der Welt, Jack. Ich muss mich um Weihnachten kümmern und du dich um Halloween. Und deshalb müssen wir beide auch unser Bestes geben. Schließlich bist du das Gesicht von Halloween, Jack Skellington. Der Kürbiskönig, der Meister aller Albträume. Und obwohl dich Weihnachten faszinieren mag, Jack, ist Halloween dein Element. Keiner kann das so wie du. Die Kinder verlassen sich auf uns, also an die Arbeit. Bereite das nächste Halloween vor. Und ich muss jetzt den Kindern eine Weihnacht liefern. Du hast recht. Ja, ich bin der Meister des Spuks. Und wenn Halloween zur Routine wird, muss ich mir nicht ein neues Fach suchen, sondern sie mit neuen Ideen zum Schreien bringen. Jack! Oh, Jack! Hier steckst du also. Ich habe die Pläne für das nächste Halloween. Ich muss sie mit dir durchgehen, damit wir anfangen können. Wie war? Viel Glück, Jack Skellington. Und schon ist der Fall bei der Sache. Ja, und auch ich darf mir ganz gewiss nicht weniger Eifer leisten. Oh. Oh, Jack, jetzt ist keine Zeit für Späße. Was ist das? Jedenfalls etwas zu festlich für unser Halloween. Diesmal war das Weihnachtskostüm der Auslöser. Damit schalten wir den zweiten Weg zum... Wie heißt das? Königsfelsen? Wir müssen jetzt los. Bevor ihr geht, Sora, du hast doch diesen guten Freund. Der dir laut meinen Aufzeichnungen damals gesagt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt.
Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Grüß ihn ganz herzlich und erzähl ihm doch von mir. Mach ich, aber wissen Sie, wo ich Riku finde? Nein, aber gib nicht auf. Und vergiss nicht, wenn du an Riku glaubst, findest du ihn auch. So wie du mich gefunden hast. Alles klar. Magnet. Damit können wir in die Welt von Ariel nochmal. Jo, und damit wäre der Weg freigeschaltet. Ja, es wird eine neue Episode hinzugefügt, wie erwartet. Schauen wir nochmal nach. Hui! 15 Minuten bisher. Habe ich 21%? Habe ich denn irgendwo ein bisschen mehr? Oh, 40? 38? 13? Ja. Das ist immer so viel, was ich da habe. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns dann hier in Ariels Welt nochmal ein bisschen umschauen. Aber das war's jetzt mal wieder von Kingdom Hearts 2. Die haben Halloween Town sogar recht fix geschafft. Das waren, meine ich, jetzt nur 4 Folgen dort. Ja, wieso auch nicht? Level 28 mittlerweile, damit könnte ich auch nach Halloween Town. Aber erstmal hier. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.